Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von Joyo aus der Iron Man Serie den Green Legend. Ja, Green Legend, was könnte man da wohl vermuten, was das für eine Art von Paddles ist? Wenn man jetzt mal in die weite Historie der Paddles zurückschaut, könnte man natürlich mutmaßen, dass es sich hier um ein Tubi Screamy Ding handeln könnte. Nämlich um ein Replika eines der allerersten Overdrive Pedals tatsächlich. Ist glaube ich 1977 oder so rausgekommen von Ibanez oder so. Und das ist natürlich eine reine Vermutung, aber schauen wir uns mal den Green Legend an. Der Green Legend ist natürlich wieder wirklich sehr klein, wie alle Iron Man Serie, alle Pedals aus der Iron Man Serie. Wieder top verarbeitet, wir haben wieder dieses schöne Klappteil hier oben dran, was einfach unsere Settings auf der Bühne sichern soll. Und ja, schauen wir uns mal an, was wir an dem Pedal dran haben. Da haben wir jetzt erst einmal einen Volume-Regler, der im Prinzip nur die Lautstärke von dem Pedal einstellt, während es aktiviert ist. Dann haben wir einen Drive-Regler, das ist schlicht und ergreifend der Gain-Regler, wie viel Verzerrung wir haben wollen. Und wir haben einen Tone-Regler, der ganz einfach ein bisschen so die Höhen und Mitten ein bisschen korrigieren kann. Also wir können von einem eher dunklen Sound auf einen eher helleren Sound umschalten. Jo. Ansonsten haben wir einen On-Off-Schalter, der natürlich wieder mit True Bypass ausgestattet ist. Wir haben ein In- und Out, wo man die Kabel reinsteckt. Und wir haben, wie immer, hier den Eingang für die 9 Volt. Da das Pedal nämlich so klein ist, dass es nicht mit Batterien gepowert werden kann, weil das Ding einfach so fast so groß ist wie eine 9-Volt-Batterie. Und ganz ehrlich, Leute, powert eure Sachen nicht mit Batterie. Holt euch eine Power Supply, ihr seid immer auf der sicheren Seite. Es ist einfach besser. Aber egal. Ja, ansonsten, es ist nicht viel dran. Es ist ein Drive-Regler, es ist ein Drive-Pedal. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ding oder hören uns das Ding jetzt einfach mal an. Viel Spaß! Okay, let's go.
War der Green Legend von Joyo. Was ist meine Meinung dazu? Ich muss sagen, meine Vermutung hatte sich natürlich etwas bestätigt, dass es sich hier um ein Mini-Format dieses Tubi Screamy Ding handelt. Also es ist ganz einfach dieses Typische, was man von einem Tube Screamer kennt, nämlich dass einfach die Mitten so enorm gepusht werden, so richtig, dass der Sound wirklich richtig schön cremig wird. Es eignet sich, wie gesagt, sehr gut dafür, es von Clean End zu machen und schön diesen Blues-Kram zu zocken, halt so ein bisschen auf Stevie Ray Vaughan-Kram-Ton vielleicht so ein bisschen zu gehen. Oder ganz einfach, man nimmt es vor einem schon verzerrten Amp, schaltet das Ding an und hat einen wunderschönen, fetten und mittenreichen Solo-Sound, der dann natürlich auch wieder dafür sorgt, dass man in dem ganzen Mix von der Band mit seinem Solo ganz einfach etwas weiter heraussticht. Ja. Ansonsten Soundqualität, ich finde es super. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Tube Screamer nie so wirklich lieben gelernt, weil ich bin eher so ein Marshall-Freak und ich finde, der Tube Screamer eignet sich halt immer ganz gut vor Fender-Amps und sowas. Da werden jetzt auch wieder ganz viele scheuchen, aber es ist einfach meine Meinung. Aber ich muss sagen, das Pedal tut genau das, was man von ihm verlangt. Wenn man auf Tube Screamer steht, sollte man sich das Ding auf jeden Fall mal angucken und vor allem auch, weil es wesentlich günstiger ist. Und ja, es kommt natürlich wieder mit
der schönen Verpackung. Es kommt wieder mit einem fertig zugeschnittenen Velcro und mit einer fertig zugeschnittenen Gummierung, dass praktisch das Pedal, wenn man doch kein Pedalboard verwendet, praktisch nicht umher rutscht auf dem Boden. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Pedal erstmal geben. Auf jeden Fall checkt das Ding selber aus. Ich meine, ihr könnt stundenlang hier zuhören und ich kann euch sagen, was ich gut finde und alles, aber das Wichtigste ist ganz einfach, dass ihr euch das Ding selber bestellt und es selber ausprobiert. Denn die Soundergebnisse, die ich zum Beispiel mit meinem Houston Kettner jetzt erreicht habe, könnten zum Beispiel bei euren Amps schon wieder völlig anders aussehen. Und deswegen bestellt euch das Ding, schaut es euch an, es ist auf jeden Fall jeden Cent wert und kaufen könnt ihr das bei Amazon über den Direktvertrieb von Joyo oder bei eBay, auch direkt von Joyo, da kommt das praktisch direkt von China zu euch, was natürlich den Preis auch wieder ein bisschen drückt. Und ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Vergesst nicht, unten auf den Subscribe-Button zu drücken, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir weiter folgt, während ich über Pedals referiere, und ansonsten keep rocking.